Hallo zusammen, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Heute gibt es einen Jahresrückblick und ich möchte mit euch die Dinge teilen, die ich dieses Jahr vom Leben gelernt habe. Und ich hoffe sehr, dass ich dem einen oder anderen damit eine kleine Hilfestellung geben kann, ein bisschen inspirieren kann, weil ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß, es war mein herausforderndstes Jahr, was ich jemals in meinem Leben hatte. Ja. Auf der anderen Seite auch das Schönste, aber es war auch einfach eine Höllenfahrt. Und ich habe dieses Jahr noch mal viel dazugelernt, viele Dinge, die ich vorher auch schon wusste. Wenn man aber dann noch mal ans Praktische kommt, ist es dann noch mal eine ganz andere Hausnummer. Was nicht heißen soll, dass mein vorheriges Leben immer nur rosa-rot war und Ponyhof, aber dieses Jahr war einfach noch mal eine ganz andere Geschichte. Was ich als allererstes gelernt habe, und ich bin dankbar dafür, dass ich das vorher schon immer so praktiziert habe, ist das Thema Dankbarkeit. Das hat mir unfassbar in diesem Jahr geholfen. Und schon im Krankenhaus, in der Zeit danach, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, für was ich dankbar bin. Und ich glaube, das ist in jeder Lebenssituation, ist egal, was man durchlebt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um glücklich zu sein. Und ich glaube auch, also glücklich sein ohne Dankbarkeit, das glaube ich, funktioniert nicht. Ich habe mir immer wieder in Erinnerung gerufen, wofür ich dankbar bin. Ich wiederhole das jetzt hier nicht, was ich in dem anderen Video gesagt habe, weil dann kommen wieder die Tränchen. Aber das kann ich jedem nur empfehlen. Ist egal, durch welche Lebenssituation ihr geht, ruft euch in Erinnerung, am besten jeden Morgen, jeden Abend, schreibt es euch auf. Dinge, für die ihr dankbar seid, das können auch nur zwei, drei Sachen sein. Die einfachsten Alltagssachen. Macht das. Ich war, ich sage es jetzt trotzdem noch mal, auf der Intensivstation für jedes Kabel dankbar, dafür, dass es diesen medizinischen Fortschritt gibt, weil ich sonst wüsste, dass diese ganze Geschichte anders ausgegangen wäre. Und dass man seinen Fokus nicht darauf richtet, was man nicht hat, sondern seinen Fokus darauf, was man hat. Und vor allem auch nichts im Leben als selbstverständlich anzusehen. Das habe ich vorher glücklicherweise auch schon nicht gemacht. Ich habe das immer sehr wertgeschätzt, was ich habe, weil ich dafür auch viele, viele Jahre sehr, sehr hart gearbeitet habe. Ich habe viele Umwege in meinem Leben genommen. Und ich hatte schon immer die Lebenseinstellung und das Bewusstsein, dass im Leben nichts selbstverständlich ist. Und auch dieses Jahr bei vielen ist es zum Beispiel so, dass ich immer wieder in meinem Bekannten- und Freundeskreis, gerade auch wenn die schwanger sind, wenn die Schwangerschaft ohne Probleme lief, dass ein gesundes Kind eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist einfach, ich glaube, das ist so ein, also das kommt automatisch. Wenn vorher alles glatt lief, wenn man sich das Krankenhaus ausgesucht hat, dann ist es im Kopf auch schon klar, dass alles gut laufen wird. Und dadurch wird es irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit. Das kann man auf so viele unterschiedliche Bereiche im Leben widerspiegeln. Aber das muss uns auch einfach nochmal klar sein. Nichts, was wir haben, ist selbstverständlich. Nicht unsere Gesundheit, nicht das Dach über unserem Kopf, nicht die Sicherheit, die wir in diesem Land haben. Nicht die Kleidung, die wir jeden Tag anziehen, nicht der volle Kühlschrank, nicht das Wasser, was wir aus den Leitungen bekommen, unsere Autos, unsere Busse, unsere Infrastruktur, unser Partner, unsere Kinder, unsere Eltern. Nichts davon ist selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt im Leben, um auch zu verstehen, dass es so wichtig ist, das Hier und Jetzt zu genießen. Weil diese ganzen Dinge, die wir um uns herum haben, wir wissen nie, wie lange wir die haben. Das kann eine Sekunde später wieder ganz anders aussehen.
Und da muss man, also man darf natürlich auch nicht in Angst verfallen und diese Angst haben, wieder etwas zu verlieren. Das versuche ich gerade auch immer wieder mir in Erinnerung zu rufen. Wenn der Kleine zum Beispiel, der hatte jetzt am Freitag über 40 Fieber und ich war schon, ne, habe direkt auf der Intensivstation angerufen, wo er war. Meinten, wir sollten direkt kommen. Und das sind immer wieder so kleine Momente, in denen man gezeigt bekommt, nimm auf gar keinen Fall irgendetwas für selbstverständlich. Und da diese Balance hinzubekommen, das nicht zu machen, aber auch nicht in Ängste zu verfallen, das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt, den ich finde, den habe ich dieses Jahr sehr, sehr gut gemeistert. Also ich bin trotzdem in dieser Sicherheit, in diesem Vertrauen drin. Und bin aber trotzdem dankbar und weiß, dass all das, was ich habe, keine Selbstverständlichkeit ist. Was sich dieses Jahr auch nochmal bestätigt hat, und ich habe das früher eigentlich auch nicht gemacht, und wenn ich mich dabei ertappt habe, habe ich mich direkt wieder zurückgeholt. Und das ist diese Frage nach dem Warum. Man sollte gerade in so Situationen, wenn es um Leben und Tod geht, schwere Krankheiten, sich nicht die Frage stellen, warum ich? Warum? Weil gerade auf diese Fragen wird man wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen. Manche Fragen im Leben, wenn man sich da das Warum irgendwann stellt, dann versteht man das. Ich habe auch ganz oft schon festgestellt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber oft versteht man es erst im Nachhinein. Und deswegen nicht nach dem Warum fragen. Warum ist das so? Warum ich? Wieso? Das bringt uns nicht weiter und macht uns nur noch komplett, also nur noch fertiger. Was ich mir damals als allererstes, als dieser Tag war, der Tag der Entbindung, dass alles passiert ist, meine erste Frage war an mich selber, was soll ich diese Situation lehren? Ich habe nicht nach dem Warum gefragt, sondern was will dich diese Situation lehren? Was sollst du lernen? Ein anderes großes Learning dieses Jahr war auf jeden Fall, mit manchen Zuständen und Situationen Frieden zu schließen und nicht versuchen, da tagtäglich gegen anzukämpfen, sondern es anzunehmen. Natürlich auch etwas dafür zu tun, dass es besser wird, aber im Hier und Jetzt zu sagen, okay, ich nehme diese Herausforderung an. Und das war Mitte des Jahres, beziehungsweise April, Mai, Juni, Juli, war das bei mir zum Beispiel der Gesundheitszustand. Ich habe gesagt, also von Kian, habe ich mir so gesagt, okay, wir müssen da jetzt durch, wir nehmen das jetzt an. Und es hat mich unfassbar viel Kraft gekostet. Aber ich habe es angenommen. Ich habe einfach gesagt, wir machen Step by Step. Alles dafür, damit es besser wird. Aber auch so andere Dinge. Wenn ihr irgendwie sagt, ihr seid unzufrieden mit eurem Körper und ich fühle mich zurzeit einfach nicht wohl. Und da ist es auch egal, was das Umfeld sagt. Wenn man sagt, stell dich nicht so an, Hauptsache, dem Kleinen geht's gut, das ist die Hauptsache. Aber es ist auch wichtig, dass es mir gut geht. Oder ist doch alles gar nicht so schlimm? Oder ja, ne? Also es kommen einfach tausend Argumente und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jemanden habt in eurem Umfeld, der mit irgendwas an sich nicht mag und vielleicht auch gerade eine Extremsituation hat, nicht diese Sprüche. Also ich weiß, dass man damit immer nur Trost schenken will und sagen will, es ist nicht so schlimm. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Menschen in eurem Umfeld sich wohlfühlen. Und wenn das gerade ein Zustand ist, womit sie unglücklich sind, dann ist es ganz, ganz wichtig, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, hey, wobei kann ich dir helfen, dass du dich wieder besser fühlst? Und bei dem Thema, also gerade auch so körperliche Fitness, Ausdauer und sowas. Also ich war noch nie so ausdauerlos, kraftlos, wie es in den letzten Monaten war. Und ich habe mir gesagt, okay, Sheila, du machst das gerade, also
Du gehst jetzt in die Annahme, du machst Frieden damit, es ist jetzt so, es ist auch nicht schlimm, dass es so ist, es ist auch normal, du bist schwanger gewesen, du hast eine ganz schlimme Situation hinter dir, eine ganz herausfordernde Zeit und du machst aber auf der anderen Seite alles, was jetzt gerade in dein Leben passt, dafür, dass es besser wird. Die Situation annehmen, Frieden mit ihr machen. Kann ich auch euch nur, ist egal, welche Situation ihr habt im Leben, ans Herz legen. Weil jeden Tag in den Krieg mit der Situation zu gehen oder mit sich selber, das macht einen fertig, das laugt einen aus, das macht einen kaputt. Frieden und Annahme. Was mir dieses Jahr auch noch mal in Erinnerung gerufen wurde, gemeine Handlungen von Menschen, die haben in der Regel nichts mit euch zu tun. Ist egal, ob das in der Schule ist, auf der Arbeit, online. Ich habe eine Nachricht bekommen. Und als ich die gelesen habe, die war unter meinem Video, in dem ich euch unsere Geschichte erzählt hatte. Als ich diese Nachricht gelesen hatte, ich habe tiefstes Mitleid für diese Person empfunden. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was muss sie für ein schlimmes Leben haben? Wie unzufrieden muss sie mit sich sein? Sie hatte mir geschrieben, dass sie sich freut, dass ich das durchlebt habe, dass ich jetzt endlich mal das bekommen habe, was ich verdiene, dass ich endlich mal gesehen habe, dass mit Kindern nie wieder irgendetwas so werden wird, wie es mal war, dass niemals Normalität kommen wird. Und dass sie sich freut darüber, dass ich das erlebt habe. Und was hat sie noch geschrieben? Wie peinlich das wäre, dass ich darüber gesprochen habe. Und wie peinlich das auch für den Kleinen ist. Und also wirklich lauter bösartiger Sachen. Und das Einzige, was ich empfunden habe, war Mitleid. Mitleid für diese Person. Ich habe gedacht, boah, was muss da alles innerlich im Argen liegen, dass man sowas macht. Im Internet ist es natürlich alles nochmal unter dem Deckmantel der Anonymität. Ich glaube, viele Menschen würden Dingen Menschen gegenüber nicht in Person äußern, außer Schule, Arbeit. Und es gibt immer wieder so Situationen, Mobbing-Situationen zum Beispiel. Ruft euch da immer wieder in Erinnerung, wenn ihr damit zu kämpfen habt. Das hat nichts mit euch zu tun. Es ist eine Reflexion dieser Person. Stellt euch immer wieder oder ruft euch immer wieder in Erinnerung, was muss da alles passiert sein? Was muss diese Person erlebt haben? Was muss da für eine Unzufriedenheit herrschen? Was muss da für ein Frust sein, dass man andere Menschen so behandelt. Und ich bin ja auch jemand, wenn ich irgendwie Sachen mitbekomme, die sehr, sehr negativ sind, an Kommentaren sehr bösartig, ich lösche die auch. Ich möchte solche Energien gar nicht auf meinem Kanal haben. Und bei der Person habe ich, wie gesagt, sehr viel Mitleid empfunden, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, so einen Frust und so eine Negativität und so einen Hass in mir zu haben, dass ich so etwas schreiben würde. Deswegen ist egal, welche Situation ihr durchlebt, indem ihr von Menschen schlecht behandelt werdet, ruft euch immer wieder in Erinnerung, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist das Problem in dieser Person. Das Problem liegt bei der Person. Und ich finde, dann kommt man schon viel besser damit zurecht, dass es einfach so Menschen gibt, die halt einfach so frustriert sind, deren Leben so dunkel sein muss, dass sie andere Menschen so behandeln müssen. Alles geht irgendwann einmal vorbei. Das war auch schon immer ein Satz, den ich mir schon früher gesagt habe und dieses Jahr habe ich auch noch mal die Möglichkeit bekommen, diesen Satz noch mehr zu leben. Ich habe mir immer gesagt, bei all dem Schmerz, den ich dieses Jahr hatte, körperlich, seelisch, es wird irgendwann vorbeigehen. Es wird dauern, aber
es wird gehen. Bei allen Situationen, die in meinem Leben herausfordernd war, habe ich mir das damals schon immer gesagt. Es ist egal, ob das Arbeitslosigkeit war, ob das eine Trennung war. Ich habe immer gesagt, es wird irgendwann vorbeigehen. Irgendwann kommt wieder Sonnenschein. Und Schmerz, dieser Satz, zeigt halt alle Wunden. Da glaube ich nicht so dran. Also es kommt darauf an, was man für einen Schmerz hat. Wenn man einen Verlust hat von einer geliebten Person, dann bin ich der Meinung, Zeit verändert den Schmerz. Man geht irgendwann in die Akzeptanz rein. Aber er wird nicht komplett weggehen. Er verändert sich. Und andere Situationen, ich sag mal so alltägliche Unzufriedenheitssituationen, die werden irgendwann vorbeigehen. Trennungen gehen vorbei. Man wird irgendwann einen neuen Partner kennenlernen. Klausurenstress, wenn ihr irgendwie einen Job verloren habt. Das sind alles Situationen. Ruft euch immer wieder in Erinnerung. Es wird vorbeigehen. Was ich dieses Jahr auch noch mal mehr gelernt habe als je zuvor, aktiv nach Hilfe zu fragen, kann Wunder bewirken. Es gab Situationen, wo ich wirklich komplett am Ende war. Und ich habe mir gesagt, okay, Sheila, einmal tief durchatmen, was hilft dir jetzt? Und ich kam zu dem Schluss, dass ich Hilfe, also nicht nur Hilfe annehmen muss, sondern ich muss aktiv danach fragen, weil Menschen im Umfeld, auch im nahen Umfeld, wissen manchmal nicht so richtig mit Situationen umzugehen, kommen vielleicht teilweise auch gar nicht auf die Idee, irgendwie zu helfen. Und dann muss man selber aktiv werden. Aktiv sagen, so, ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir, mach das, das und das. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum ich dieses Jahr wieder zu mir gefunden habe und auch wieder sehr aktiv geworden bin und es mir deutlich besser geht, dadurch, dass ich Hilfe hatte. Und diese Hilfe habe ich zu 99% aktiv eingefordert. Ist egal, ob das im ganz nahen familiären Umkreis war, wenn man ein bisschen weiter nach außen geht, Freundesbekanntenkreis. Ich habe aktiv nach Hilfe gefragt. Deswegen ist egal, in welcher Lebenssituation ihr seid, wenn ihr diese Möglichkeit habt. Und ich denke, jeder wird irgendwie eine Freundin, einen Freund haben. Also jetzt nicht jeder, aber der Großteil der Menschen, die dieses Video sehen. Und ihr habt eine Situation, in der ihr einfach merkt, okay, ich werde dem Ganzen alleine nicht Herr. Dann fragt nach Hilfe. Das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke, zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, ich kann einfach nicht mehr und ich brauche Unterstützung. Und das hat bei mir super, super viel zum Positiven bewirkt. Eine Sache, die ich auch schon immer wusste, aber das Jahr 2022 hat es mir noch einmal deutlicher vor Augen geführt, dass das Leben endlich ist. Und ich glaube, es gibt keine Zeit, in der ich mich so viel mit dem Thema Tod auch auseinandergesetzt habe, als auf dieser Intensivstationszeit. Diese Ängste. Und das hat mir einfach nochmal in Erinnerung gerufen, jedes Leben ist endlich. Und ruft euch das auch nochmal in Erinnerung. Egal, was ihr für Pläne habt, was ihr gerne machen möchtet. Macht das. Verschiebt nicht immer so viel auf morgen oder auf nächstes Jahr. Sondern wenn ihr etwas machen möchtet, macht es jetzt. Weil keiner weiß, wie lange man selber auf der Welt ist, wie lange eure Kinder auf der Welt sind, eure Eltern, eure Freunde. Das weiß niemand. Deswegen, jetzt ist alles, was wir haben. So, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen gefasst.
Aber je nachdem, über welche Themen ich spreche, kommen die Tränen halt immer noch. Ja. Also ich war vorher schon ein sehr, sehr emotionaler Mensch und auch extrem empathisch, wenn irgendjemand in meinem Umfeld eine schlechte Zeit hatte, mit lebensbedrohlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Ich war schon immer jemand. Ich war schon sehr nah am Wasser gebaut und habe immer alles miterlebt, mitgefühlt. Ja, und das ist eigentlich noch ein bisschen verstärkt worden dieses Jahr. Ja, deswegen ab und an kommen dann doch noch mal die Tränchen. Was ich aber euch auch noch sagen wollte, dieses Jahr hat mir auch gezeigt, wer ist da und wer nicht. Und ich muss sagen, so vom Freundeskreis her, es ist extrem übersichtlich, wer da war. Da muss ich allerdings auch sagen, bei manchen, also ich habe mich am Anfang ja auch sehr zurückgezogen, ne? Aber danach weiß ich trotzdem, wer regelmäßig geschrieben hat, wer angerufen hat, wer sich nach dem Kleinen erkundigt hat, wer auch mal vorbeigekommen ist und nicht alles andere irgendwie priorisiert hat. Also ich habe auch Leute darunter, die haben für alles andere Zeit, aber mal hier irgendwie hinzukommen und sich mal ja, den Kleinen anzuschauen, zu gucken, wie er sich entwickelt, sich regelmäßig zu melden. Von denen habe ich einfach nichts in diesem Jahr gehört. Und da gehört Familie auch dazu. Also es gibt auch die ein oder andere Person in meiner Familie, bei der das so ist. Die haben für alles Zeit gehabt, aber sind nicht einmal hier hingekommen. Freunde, Freunde, in Anführungsstrichen. Schwere Zeiten zeigen einem immer, wer da ist und wer nicht. Wofür man auch wieder dankbar sein kann. Also ich finde, da muss man gar nicht enttäuscht sein. Da kann man dankbar für sein. Dass dieses, also dass man einfach gezeigt bekommt, okay, Sheila, ich schicke dich jetzt mal in diese Situation hinein. Wer auch immer. Der liebe Gott, das Universum. Und unter anderem schenke ich dir dazu noch eine, ja, ich nenne es jetzt mal Selektion. Also, ne, dass es ausselektiert wird, wer für dich da ist und wer nicht. Das kann man nur als Geschenk sehen. Deswegen, wenn ihr solche Situationen habt, das kann auch ein ganz schön mal Liebeskummer sein oder sowas, und ihr merkt, okay, Person XY, von der hört man nichts mehr, von der sieht man nichts mehr, die ist immer nur da, wenn Happy Zeiten sind oder wenn sie Probleme hat. Das habe ich auch ganz oft in meinem Freundeskreis gehabt. Menschen, die sich immer gerne melden, wenn sie etwas haben, immer da sind, am liebsten dann 5 Stunden telefonieren und ihr Herz ausschütten, wofür ich auch im Grunde genommen immer offen bin. Aber wenn ich merke, es ist einseitig, dann kann man das als Geschenk sehen und dann muss man diese Menschen aus dem Leben streichen. Finde ich. Deswegen seid nicht traurig, wenn sich herausstellt, dass Menschen dann doch nicht so sind oder sich doch nicht so verhalten haben, wie ihr es erwartet habt. Und eine Sache, die mich dieses Jahr auch noch einmal gelehrt hat, auch wenn wir es immer wieder sagen, jeder Mensch ist ein Wunder. Diese Geburt, dieser Prozess danach hat mir einfach noch mal vor Augen geführt, was für Wunder wir eigentlich sind, wie einzigartig jeder von uns ist. Und das solltet ihr euch auch immer wieder vor Augen führen. Ihr seid einzigartig, ihr seid ein Wunder. Und vergesst das nie. Jeder von uns, wie wir entstanden sind, wie wir im Bauch waren, wie wir auf die Welt gekommen sind, wie wir bis hier hingekommen sind. Das ist alles ein großes Wunder, gefolgt von ganz vielen kleinen Wundern. Und so solltet ihr euch auch sehen. Seht euch als Wunder an, als einzigartig, als etwas ganz, 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 ganz Tolles. Und ich bin auch unendlich dankbar dafür, so viele Wunder zu haben, die mich hier auf diesem Weg begleiten. Also ihr seid für mich nicht irgendwie
weiß ich nicht, irgendwelche Follower oder so, sondern jeder von euch ist ein einzelnes kleines Wunder. Und ich bin so dankbar für diese Community. Und deswegen habe ich mich auch dieses Jahr so geöffnet. Ich habe lange mit mir gerungen und mir so gedacht, okay, sagst du jetzt einfach gar nichts, sprichst du ganz offen darüber. Und ich habe mir gedacht, auf Social Media ist einfach so viel gestellt und unecht. Und das ist das wahre Leben. Es passieren so Sachen. Nicht jedem, das ist auch gut so. Aber es ist so wichtig, dass man einfach auch gerade in diesem Social Media Bereich auch mal das echte Leben gezeigt bekommt. Und eure Reaktion, eure Hunderte, Tausende von Kommentaren und Nachrichten, die ich bekommen habe, die haben mir auch gezeigt, dass das der richtige Weg war. Ich muss wirklich sagen, eure Nachrichten zu lesen, war für mich einfach, ich glaube, die beste Therapie, die es gibt. Ich habe mit so vielen Mamas gesprochen und geschrieben, die ihre Kinder verloren haben, die vielleicht auch in Anführungsstrichen nur so einen schweren Weg hatten, aber dann ein Kind mit nach Hause nehmen dürften. Und ich bin so dankbar für so eine einzigartige und tolle Community. Und ja, das wollte ich euch nur noch mal sagen. Und ich glaube, das waren so die Dinge, die mich dieses Jahr am meisten. Nee, falscher Satz. Was ich am meisten in diesem Jahr vom Leben gelernt habe. Genau, das waren die Sachen. Und ich hoffe so, 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 so sehr, egal was ihr für Lebenssituationen gerade habt, dass dieses Video hilfreich für euch ist. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Fühlt euch gedrückt, umarmt und ich hoffe, dass keiner von euch gerade eine schwere Zeit durchmacht. Wobei, ich denke, da wird es den einen oder anderen leider geben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft und möchte mich einfach nochmal für alles bedanken. Bei euch bedanken, bei meiner Familie bedanken, bei meinen Freunden, die da waren, bedanken. Auch bei meinen Kooperationspartnern, die wirklich unfassbar verständnisvoll waren. Ja, einfach ein dickes, dickes Dankeschön an alle und vor allen Dingen auch ein Dankeschön an das Leben.